Hallo Freunde des gepflegten Point-and-Click-Wahnsinns, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei mir und Baphomets Fluch 1 im Director's Cut. Wir sind frisch in Syrien angekommen und als ich mir die Szenerie so angesehen habe, ist mir auch wieder eingefallen, wofür ich diesen Ball hier brauche. Ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube mich aber erinnern zu können. Dass ich das auch wieder ähnlich, hier muss ich auch wieder so eine Kombination anwenden. Irgendwas ist mit der Katze und den Dingern hier und der Klingel und der Tür. Damit irgendwas passiert, ähnlich wie die Sache mit dem Sarkophag vor 2 Folgen, glaube ich. Als Guido und Flapp ins Museum eingestiegen sind und ich vorher in den Sarkophag kommen musste und dafür erst das Fenster öffnen musste, während der Wächter weggeguckt hat. Damit ich dann mich in dem Sarkophag verstecken kann, während er das Fenster wieder zumacht. So eine ähnliche Kombination muss ich hier, glaube ich, auch ausführen. Ich kann mal, ich glaube, die Katze lässt sich von mir nicht... Der Typ ist ein hässliches Scheusal und sieht aus, als ob ihm die Spelunke gehört. Wovon redet er da? Das ist so eine Katze. Ein hässliches Scheusal, Spelunke? Na gut. Ich glaube, die Katze lässt sich von mir nicht anfassen. Oh, doch. Ah, nee, doch nicht. Naja, so beides so ein bisschen... Jetzt haben wir mal hier auf die Klingel. Es ist eine Glocke wie in der Rezeption eines Hotels. Etwas unerwartet hier. Egal. Wir hauen da trotzdem mal drauf. Volles Rohr. Alles klar. Gut, gut. Oh, ebenso schlecht aufgelegt wie hässlich. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt man betreibt ein Museum für Plunder. Na, so Leute soll es ja geben. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Ach so. Sondern? Der Stand wird von einem etwa 12-jährigen Jungen beobachtet. Sprechen wir doch mal mit ihm. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, sie und wirklich oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Schon interessant, was du für ein Englisch auftischst, Alter. Du bist Amerikaner. Ich weiß ja, dass die Amerikaner ihre nicht viel Wert auf ihre Sprache legen und dass da alles verwurschtelt werden kann und geschrieben und quasi ausgesprochen werden kann, wie man es will. Hauptsache, man versteht, was damit gemeint ist, aber... Das war schon ein bisschen sehr hart. Gut, dann machen wir erstmal wieder hier Standardvorgehensweise. Dieser Gips war in Irland sehr hilfreich. Wirklich? Ihr Schatz an Reiseabenteuern fesselt mich unaufhörlich. Aha, hab doch gerade erst angefangen. Hast du den Mann schon einmal gesehen? Nein, Sir, zum Glück nicht. Kalte Augen. Mhm. Naja. Was hältst du davon? Offenbar ein zweilagiges Papiertaschentuch. Standardgröße mit Flecken von weißer Schminke, Marke Bestheimers Number 7, wow. White Pancake. Nicht schlecht. Mein lieber Freund. Hier, gib mir die Hand, Neo. Lieber nicht, Sir. Neo, hat er den Namen schon gesagt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieh dir das an, ein Hebeeisen, wie es von Kanalarbeitern in Paris benutzt wird. Tata, tata, Sir. Ich muss diesen Tag für die Nachwelt in Erinnerung halten. Meine Enkel werden fasziniert sein. Ja, so ist das. So Sachen zeige ich dir, hä? Du rückständiger Junge in diesem rückständigen Land. So. Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Mhm. Ich weiß, dass das hier quasi um die Ecke ist. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Da irgendwo rechts geht es, glaube ich, eine Treppe hoch oder irgend sowas. Ich habe noch nicht geguckt jetzt. Wir werden es sehen. Sagt dir der Name Moala etwas? Nein, tut mir leid, altes Haus. Altes Haus? Nein. Der Ball. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug. Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst! Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Richtig. ...Sammlung zu besichtigen.
Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Ich weiß nicht, ob der Punkt an ihn geht, aber von mir aus... Das ist also der Marktstand. Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Metropole? Das hier ist eine geschäftige Metropole. Nun, nicht per se eigentlich, nein. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Was denn für Bücher überhaupt? Ich sehe überhaupt keine Bücher. Wovon reden die da? Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassi Finknattel und Agatha What Ho. Hä? Ich hab keine Ahnung, was der Junge damit meint, aber naja. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Du bist gut gebildet, du rückständiges Kind in diesem rückständigen Land. Das ist natürlich nicht mein Ernst mit dem Rückständigen, ist ja wohl klar. Ich hoffe, das ist jedem meiner Zuhörer, Zuschauer klar. Ist das dein Vater, der da hinten am Stand herumlungert? Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub. Aha. Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt. Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Oh. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Charteris. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Heiligenschein. Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Hä? Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Nicht genug. Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Was aber auf jeden Fall den... recht hohen Wissensstand erklärt von dem geschätzten 12-jährigen Jungen. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich auch nicht. Mal ehrlich, glaubst du wirklich, das Ding ist sowas Tolles? Nehmen Sie es weg, Sie Verführer! Ich tausche es gegen etwas vom Stand. Verführer! Oh, wegen saisonal bedingten finanziellen Erwägungen kann ich mich darauf nicht einlassen. Wow! Ich dachte, du wolltest das Ding. Ich schon, Sir, aber der Stand nicht. Mit anderen Worten, dies ist nicht wirklich mein Stand. Mhm. Und ich komme in große Schwierigkeiten, wenn ich etwas eintausche für Dinge, die ich haben möchte. Gibt es stattdessen vielleicht Gefälligkeiten, die Sie in Anspruch nehmen möchten? Momentan nicht, aber ich werde darauf zurückkommen. Hm. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Probieren wir nochmal. Ich weiß ja um die Kombi. Achso. Ich hätte vielleicht erst die Katze. Und dann den Ball vielleicht irgendwo zur Katze.
Nee, kein Ball zur Katze. Da war nur die Katze. Es ist gar nicht das Spielzeug hier, oder was? Oder doch? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten auf... Der hat vorhin irgendwas von Büchern aus dem Regal erzählt. Ich sehe hier keine Bücher. Es tut mir wirklich leid. Kein einziges Buch. Kann ich hier erkennen. Wie war denn das mit der Katze und dem Ball und der Tür? Irgendwas war mit der Katze und dem Ball und der Tür. So. Dann... So? Nö. So? So? Nö. Jetzt kommt die Katze natürlich wieder runter. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir. Ach so. Warum behältst du sie da? Oh, die Hatten wir schon. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Mal ehrlich, glaubst du wirklich, das Ding... Nehmen Sie es... Bis dann, Neo. Vielleicht später. Und schaut sie, Sir. Vielleicht später. Schauen wir erstmal, was wir hier noch so haben. Sag mal, was Wie zu kann gucken? Dieser Kerl davon leben, nutzlose alte Maschinenteile in diesem Niemandsland zu verkaufen? Wer weiß das schon so genau? So peinlich es mir auch ist, es zuzugeben, man kann einen amerikanischen Touristen auf etliche Meilen Entfernung erkennen. Sprechen wir doch mal mit dem guten Mann. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson. Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Mr. Henderson. Ich weiß, der hieß Anderson, aber da ja hier schon Neo mitspielt, dachte ich mir, ich bringe einfach mal so eine kleine Anspielung auf die Matrix. Aber naja, lassen wir das. Auch hier. Kokain, gefällig. Stuckgips. Ja? Stuckgips. Ich habe ein Bild von mir, wie ich gerade George Bush die Hand schüttele. Mhm. Natürlich, das war damals im Jahr 76. Na und? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Vielleicht. Woher haben Sie das? Ich habe es irgendwo aufgelesen. Klar. Ich sammle auch immer Fotos von Fremden auf und frag mich damit durch. Ja, dann weißt du doch, worum es geht. Oh, verdammt. Na toll. Da, ich habe noch ein Bild von einem völlig Fremden. Vielleicht frage ich mich mit dem hier durch. Was halten Sie von diesem Lappen mit Schminke? Haben Sie sich mit Schauspielern herumgetrieben? Das scheint ein längeres Gespräch zu werden. Vor allem, wenn ich mich hier angucke, hier oben gibt es auch noch einiges zu sagen. Reichen Sie mir die Hand, Dwayne. Warum? Aus Freundlichkeit. Lassen Sie uns freundlich sein und die Hände bei uns behalten, okay? Er ist Amerikaner, der ist nicht so weit her mit Freundlichkeit. Was halten Sie davon? Ein Schlüssel zum Hochheben von Kanaldeckeln und... Hey, wie kommt es, dass Sie das wiedererkennen? Hey, wie kommt es, dass Sie das herumschleppen? Nun gut, wechseln wir das Thema. Zwei gute Fragen. Keine gute Antwort. Nicht eine. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas? Nichts. Überhaupt nichts. Sagt Ihnen der Name Moalin etwas? Nein. Jetzt wird's doch kürzer als ich dachte. Was machen Sie mit dem Kelch? Hä? Sieht alt aus. Ist der zu verkaufen? Tut mir leid. Was halten Sie davon? Ist ein Ball. Großartig. Applaus. Dann ab zu den wichtigen Sachen. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Hä? Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Ach so. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Ja. Damit könntest du recht haben, Dwayne. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Ich bin ja auch ein außergewöhnlicher Mann, Dwayne.
Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Noch eine. Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind zwei verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar. Dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Okay. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein. Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Also Pearl ist seine Ehefrau. Das ist die Dame hier. Soweit weiß ich das noch. Jetzt bin ich etwas irritiert, dass George jetzt gerade erst auf den Trichter gekommen ist, dass das keine Kristallkugel, sondern eine Linse ist. Heißt das denn, ich habe das in Montfroson noch gar nicht gemacht? Durch diese Schriftrolle durchgeguckt, auf die Glasscheibe drauf? Erinnere ich mich daran eigentlich auch nur, oder ist das wirklich schon passiert? Sie sind weit weg von zu Hause, Duane. Könnt ihr dasselbe von Ihnen sagen, George? Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Noch eins. Was? Wozu? Du hast doch schon eins. Oh, Sie hätten mich warnen können. Hat er doch. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Stell dich mal nicht so an. Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Jetzt wird's aber langsam doch... Was machen Sie, Duane? Viel. Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Naja. Ja, weil die Zeit ist halt schon rum. Wir sind schon bei 18 Minuten. Wo ist Ihre Frau, Duane? Pearl. Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Duane? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Wow, okay. Ich bin mit meiner Frau jetzt 15 Jahre verheiratet. Also die Hälfte. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ja, ich fürchte das fast auch. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.